Und da sind wir wieder. Sny Gaming. Mit Noob Dogg. Hallöchen. Und Invisible. Das bin ich. Ja, wir haben jetzt im ersten Let's Play, Klassen-Let's Play, haben wir euch ja die ersten beiden Klassen vorgestellt. Das war der Infiltrator und der Light Assault. Und heute ist der Combat Medic dran. Wie ihr seht, wieder ganz normal die Pulsar VS1, ein Beamer und ein Medical Applicator. Ja, damit kann man halt andere Soldaten heilen und auch wiederbeleben. Messer, Ability, Suite. Dazu nochmal kurz diese Ability und Suites. Kann man sich alles durch Cert-Punkte verschiedene Sachen freischalten lassen. Und zwar. Medical Tool Suite Modifications, genau da zum Beispiel. Also man kann den Schild ein bisschen verbessern, man kann seine Rüstung ein bisschen verbessern gegen Granaten, man kann sich noch einen Granatengürtel dazu holen, Nanowave Armor, damit man mehr Damage aushalten kann, wenn man beschossen wird. Ja, Ammunition Belt ist klar, Munitionsgürtel. Und Symbiotic Healing. Was ist das denn? Symbiotic Healing Modules interface with medical applicators to restore health to both the user and the target. Ah, dass man gleich direkt beide heilt. Sich selber und den anderen. Nicht schlecht. Ja, das könnt ihr euch alles durch diese Third-Punkte hier freischalten lassen. Ich zeige das jetzt mal eben. Nanowave Armor haben wir hier. Das sind, glaube ich, alles Passive. Also es gibt jede Menge. Auf jeden Fall noch, was wir erklären können. Aber ich mache jetzt erstmal nur ein reines Klassengate-Guide, damit ihr überhaupt wisst, was es alles so gibt. So, da ist der Medic. Das ist. Bleibt doch mal stehen. Will ich von hinten zeigen. Ja, den erkennt ihr immer in diesem schönen Medical-Rucksack. Ja, mit einem schönen Kreuz drauf. Vorne auch ein Kreuz. Allgemein eine sehr coole Klasse, weil die eigentlich auch eine sehr, sehr coole Waffe hat. Die Pulsar ist. Sehr, sehr gut. Ja, verzieht nicht. Also nicht wirklich. Ist sehr, sehr. Der Can of Fire ist super. Und Beamer ist halt bei jeder Klasse. So, das ist der Medical. Ihr geht dann halt zu einem Typen hin. Drückt drauf. Und dadurch wird der Gegner, also beziehungsweise derjenige wieder geheilt. Wenn ihr andere heilt, bekommt ihr dafür natürlich auch Punkte. Ihr werdet dafür also quasi belohnt. Mehr Belohnung heißt mehr Cert-Punkte. Mehr Cert-Punkte heißt mehr Waffen freischalten und so weiter und so fort. Ja, ansonsten war es das, glaube ich, schon mit der Klasse. Sie kann natürlich auch. Oh, jetzt habe ich Granate geschmissen, ich rauche schon ab. Ja, ouch. Die Klasse hat natürlich auch noch die Möglichkeit, eine komplette Gruppe zu heilen. Und zwar durch F. Die ungefähr so in der Nähe ist, wie jetzt wieder Daniel ist. Wenn man F drückt, geht das auch wieder weg, wie ihr seht. Und dann werden alle im Umkreis von 1, 2 Metern direkt geheilt. Eine sehr wichtige Klasse natürlich. Und ich denke mal, damit kann man sehr gut Punkte erzielen. Also sehr schnell Certs freischalten. So, das war Medical. Weiter geht's. Jetzt kommt der Engineer. Auch eine wichtige Klasse. Ja, rechts wieder ganz normal. Pulsar kompakt. Die fühlt sich ein bisschen anders an beim Schießen. Ja, jede Waffe hat ihre eigene Charakteristik. Manche ziehen mehr nach rechts oben, manche mehr nach links, manche mehr nach oben, straight. Dann haben wir natürlich wieder den Beamer. Und ein Nano Armor Kit, damit halt genau das Gegenteil von dem Medical Tool. Damit könnt ihr halt Fahrzeuge heilen und Max-Einheiten, zu denen wir später kommen. Ziehen wir uns immer an. Dann gehen wir jetzt mal raus. Was kann er? Klar, schießen kann er. Er hat natürlich noch viel, viel mehr Sachen. Also ein Engineer ist sehr, sehr gut ausgerüstet. Das ist das Repair-Tool. Damit könnt ihr halt auch Equipment-Terminals
reparieren, falls sie kaputt sind. Ihr könnt Vehicle Terminals reparieren, falls sie kaputt sind. Oh, 15 Minuten schon um. Das kann ja gar nicht sein. Wir ziehen das jetzt eben noch schnell durch. Ihr könnt, wie gesagt, Max-Einheiten heilen. Und ihr habt hier so eine Munitionskiste, die schmeißt ihr dann dahin. Und dann können sich die Leute da ausrüsten. Wie gesagt, das gibt alles Punkte, egal was ihr macht. Ja, ob ihr jetzt Leute repariert, Fahrzeuge repariert, Equipment Terminals repariert oder sich halt welche hier an diesen Munitionskisten auch neu ausrüsten, das gibt alles Punkte. Und dann hat er noch dieses coole Gadget. Und zwar ist das ein Turret. Das kann man sich aufbauen. Und sich dran stellen und losballern. Ja, das kann man sich später auch viel besser machen. Das sieht so aus. Stell ich nochmal dran. Also ein richtig cooles Ding. Sehr, sehr viel Feuerkraft. Ja, und das kann man sich später ausrüsten, entweder mit Anti-Infanterie oder halt auch Anti-Vehikel-Munition. Sehr gut zu Defense. Gut. Das war der Engineer. Auch eine recht coole Klasse. Sehr vielseitig. Und beim nächsten Mal gibt es den Heavy Assault und den Max. Also, dann sagen wir schon wieder Tschüss. Macht's gut. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Let's Play Planetside Bye. Beta. Tschö mit Ö.